Beim FC Chelsea heißt es in diesem Sommer Tabula Rasa. Der Kader wird komplett umgekrempelt. Vor allem auf der Abgabenseite tut sich eine Menge, denn der Kader ist viel zu groß. Todd Bowley hat bei seiner Ankunft auf dem Transfermarkt hingelangt wie kein Zweiter. Unfassbare 611 Millionen Euro hat der Milliardär für neue Spieler ausgegeben. Die wenigsten davon haben gezündet. Die letzte Saison war eine zum Vergessen. Es hat gerade einmal für einen katastrophalen 11. Platz in der Liga gereicht. Und damit dieses Desaster sich nicht wiederholt, missten die Blues ihren Kader aktuell fleißig aus. Aber natürlich wollen die Londoner um ihren neuen Trainer Maurizio Pochettino noch den ein oder anderen Hochkaräter dazu holen. Wie ihr merkt, bei Chelsea steppt der Bär. Wir geben euch einen Einblick in die konkreten Planungen der Blues für die nächste Saison. Hier kommt unsere Wunschelf vom FC Chelsea. Die Torhüterposition. Im Tor hat sich Chelsea von Edouard Mendy getrennt. Der ehemalige Welttorhüter hat in der letzten Saison seinen Stammplatz an Kepa Arrizabalaga verloren. Jetzt geht der Senegalese nach Saudi-Arabien, zu Al Ahli. Am liebsten würde man als Ersatz und mögliche Nummer 1 André Onana von Inter Mailand holen. Mit dem 27-Jährigen selbst, der sowieso gerne in die Premier League wechseln will, war man sich auch schon einig. Allerdings ist Manchester United dem Blues mittlerweile dazwischen gegrätscht. Onana zieht es wohl zum Liga-Konkurrenten. Inter Mailand kassiert satte 60 Millionen Euro. Chelsea hatte nur 40 geboten. Das war zu wenig. Die Londoner müssen sich jetzt schleunigst nach Alternativen umsehen. Solange sich dahingehend aber nichts konkretisiert, bleibt Kepa die Nummer 1. Die anfällige Abwehr. Hinten rechts werden sich Reece James und Neuzugang Malu Gusto um einen Stammplatz duellieren. Gusto hatten die Blues schon im Januar von Olympique Lyon verpflichtet. Die Rückrunde hat der Youngster aber noch bei den Franzosen verbracht. Die erhoffte Spielpraxis konnte der 20-Jährige dann aber verletzungsbedingt nicht sammeln. Ungeachtet dessen zählt Gusto zu den größten Talenten auf seiner Position weltweit. Er ist passsicher, schnell und zweikampfstark. Schwächen hat er noch im Kopfballspiel und im Abschluss. Für einen Außenverteidiger sind diese Defizite aber noch zu verkraften. In den Kategorien raumgewinnende Pässe und Dribblings zählt Gusto außerdem zu den besten 6% in den europäischen Top-Ligen. Reece James muss sich also warm anziehen, denn der Engländer hat sich in den letzten Jahren enorm entwickelt und zählt zu den besten Rechtsverteidigern Europas. Die abgelaufene Spielzeit war für James aber eine echte Seuchensaison. 5 unterschiedliche Verletzungen haben den 23-Jährigen immer wieder außer Gefecht gesetzt. 25 Pflichtspiele hat er deshalb verpasst. Findet James zu seiner alten Form zurück, ist er aber definitiv ein Kandidat für die Startelf. Es wird ein enges Rennen zwischen James und Gusto. Vorerst sehen wir James aber noch leicht vorne. Auch auf der rechten Innenverteidigerposition stehen sich zwei gleichwertige Konkurrenten gegenüber. Zum einen Routinier Thiago Silva, zum anderen der viertteuerste Abwehrspieler aller Zeiten, Wesley Fofana. Wie James hat Fofana aufgrund schwerer Verletzungen viele Spiele verpasst. Für einen jungen Abwehrspieler, an den so hohe Erwartungen geknüpft wurden, ist das natürlich besonders fatal. In der nächsten Saison wird Fofana aber allen zeigen wollen, dass er die vielen Millionen auch wert ist. Aufgrund seiner herausragenden Athletik und seines starken Spielaufbaus bringt er grundsätzlich das Potenzial mit, sich zu einem Top-Innenverteidiger zu entwickeln. Deshalb wird der 22-Jährige aus unserer Sicht zunächst den Vorzug gegenüber dem 38-Jährigen Silva erhalten. Um seinen Stammplatz zu sichern, muss er aber fit bleiben und abgeklärter werden. Die Abwehrzentrale wird Fofana mit einem anderen jungen Franzosen bilden, und zwar mit Benoît Badiachile. Erst im Winter war der für 38 Millionen von der AS Monaco gekommen. Seitdem pendelt Badiachile zwischen Startelf und Ersatzbank. Als Linksfuß ist er grundsätzlich prädestiniert für den halblinken Part in der Viererkette. Diesen Vorteil hat er gegenüber Rechtsfuß Trevoh Chalobah. Aber auch aufgrund seines großen Talents hat Badiachile in diesem Duell die Nase vorn. Die Linksverteidigerposition ist seit Jahren eine Baustelle an der Stamford Bridge. Für Spieler wie Ben Chilwell und Mark Kukureya hat der Club extrem viel Kohle in die Hand genommen. Beide haben aber nicht nachhaltig überzeugt. Kukureya ist erst im letzten Sommer gekommen. Jetzt soll er schon wieder verkauft werden. Newcastle United zeigt Interesse. Chilwell ist also zunächst auf links gesetzt. Mit dem 18-jährigen Lewis Hall scharrt im Hintergrund ein großes Talent mit den Hufen. Das Chelsea-Mittelfeld. Auf rechts will Raheem Sterling zu seiner alten Form aus der Zeit bei Man City zurückfinden. Chelsea hofft auf eine Leistungsexplosion im zweiten Jahr. Die erste Saison im Blues-Trikot verlief, wie für den Rest der Mannschaft, eher mäßig. Mit 9 Treffern und 4 Vorlagen in 38 Pflichtspielen war Sterling aber noch einer der produktiveren Spieler. Hinter Sterling steht in Person von Noni Madueke ein Winterneuzugang bereit. Nach einer schwachen Rückserie für Chelsea mit nur einem Treffer muss der gebürtige Londoner seine Tauglichkeit für die Premier League vorerst noch unter Beweis stellen.
Im zentralen Mittelfeld bricht mit N'Golo Kanté die prägende Figur der letzten Jahre weg. Der Franzose ist nach Saudi-Arabien zu Al-Ittihad gewechselt. 100 Millionen Euro kassiert Kanté künftig in der Wüste. Mit Mateo Kovacic hat sich ein weiterer Stammspieler schon verabschiedet. Der Kroate ist für 35 Millionen Euro zu Manchester City gewechselt. Dazu geht Dennis Zakaria nach seiner Leihe zurück zu Juventus Turin und Ruben Loftus-Cheek zieht es nach Italien zum AC Mailand. Und auch den etwas offensiver orientierten Mason Mount würde Chelsea gerne loswerden. Mit Manchester United ist sich der englische Nationalspieler schon einig. Im Gespräch ist eine Ablöse im Bereich von 70 Millionen Euro. Kane Chukwuemeka, Andrei Santos und Enzo Fernandes sind die Verbliebenen fürs Mittelfeldzentrum. Doch nur mit Letztgenanntem plant man als Stammspieler. Conor Gallaghers Zukunft ist dagegen noch unklar. Am jungen Engländer war zwischendurch auch Borussia Dortmund dran. Er selbst würde aber gerne bleiben. Für die Position neben dem 121 Millionen Transfer Fernandes will Chelsea noch Moises Caicedo von Brighton. Der Ecuadorianer wäre wie sein möglicher künftiger Partner, aber verdammt teuer. 93 Millionen Euro werden als Ablöse gehandelt. Caicedo hat sich schon auf Chelsea festgelegt. Interessenten wie Bayern oder auch Manchester United haben schlechte Karten. Caicedo besticht durch seine Passstärke, seine Laufbereitschaft und seine Hingabe gegen den Ball. Einer Schaltzentrale aus Caicedo und Fernandes fehlt es zwar an Erfahrung, sie bringt aber angesichts des riesigen Potenzials beider Akteure eine Menge Strahlkraft mit. Der Abgang von Mount macht außerdem Platz für einen möglichen weiteren Neuzugang. In Gabri Veiga von Celta Vigo haben die Londoner diesen auch schon gefunden. Der 21-jährige Spanier steht ganz oben auf der Liste und könnte als offensivere Alternative zu Caicedo fungieren. Bei Celta hat er eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro. Auf links hofft man auf den Durchbruch eines weiteren, extrem teuren Winterneuzugangs. Mykhailo Mudryk hat Chelsea inklusive Boni bis zu 100 Millionen Euro gekostet. Zurückgezahlt hat er bisher so gut wie gar nichts. 17 Spiele, kein einziger Treffer und 2 Assists. So liest sich die kümmerliche Statistik des Ukrainers. Mudryk ist zwar schnell wie der Wind und technisch begabt, er wirkt in Chelseas Offensivspiel aber verloren. Der 22-Jährige agiert schlampig im Abschluss und vertändelt häufig den Ball. Ganz offensichtlich fehlt ihm das Selbstvertrauen. Er muss erst noch ankommen in der Premier League. Christian Pulisic und Callum Hudson-Odoi wären theoretisch Alternativen für die linke Außenbahn. Pulisic will aber gerne wechseln und Chelsea soll Verkaufsbereitschaft zeigen. Viele Clubs sind interessiert am 24-Jährigen. Lyon, Inter Mailand, Neapel, Galatasaray und Juventus Turin waren dran. Jetzt macht aber der AC Mailand wohl das Rennen. Chelsea fordert rund 20 Millionen Euro für den Rechtsfuß. Milan will die Ablöse noch drücken. Mit dem Spieler sind sich die Rossoneri aber grundsätzlich schon einig. Hudson-Odoi hat sich noch nicht entschieden, wie es für ihn weitergeht. Nach seiner Leihe bei Bayer Leverkusen ist es noch unklar, ob der Engländer wirklich zu Chelsea zurückkehrt. Clubs aus Saudi-Arabien zeigen Interesse am 22-Jährigen. In den letzten Tagen hat sich auch ein Abgang von Hakim Ziyech immer mehr abgezeichnet. Bei Al-Nassr war der Marokkaner sogar schon im Medizincheck. Eigentlich sollte nichts mehr schiefgehen. Aber jetzt zweifelt der Ronaldo-Club doch noch am Deal. Bei den medizinischen Untersuchungen sind Knieprobleme aufgefallen und haben den sicher geglaubten Wechsel jetzt noch einmal aufgeschoben. Verständlich, immerhin würden die Saudis nur ungerne 15 Millionen Euro für einen womöglich invaliden Spieler hinlegen. Bitter für Ziyech, denn schon im Januar wollte er Chelsea verlassen und war sich mit Paris Saint-Germain einig. Doch auch dieser Wechsel ist unvorhergesehen gescheitert. Die Blues haben die nötigen Dokumente zu spät eingereicht. Klappt der Ziyech-Transfer doch noch, bleiben nur Sterling, Madueke und Mudryk. 3 Flügelspieler wären aber viel zu wenig. Es gibt deshalb 2 Optionen. Entweder Hudson-Odoi bleibt oder ein neuer, externer Spieler kommt dazu. Ein heißer Kandidat ist Angelo vom FC Santos. Der 18-Jährige zählt in seiner Heimat zu den größten Talenten und wird schon der neue Neymar genannt. 17 Millionen Euro hat Chelsea für den Offensivspieler geboten. Die Gespräche verlaufen sehr gut. Genauso gehandelt wurden auch schon Topstars wie Neymar oder Sadio Mané. Zu keinem der beiden ist die Spur gerade aber so wirklich heiß. Der neue Sturm der Blues. Nachdem in der letzten Saison Kai Havertz immer mal wieder im Sturmzentrum aushelfen musste, ist seit dieser Woche klar, der Ex-Leverkusener geht künftig für den großen Rivalen Arsenal auf Torejagd. Für Havertz fließen inklusive Boni bis zu 75 Millionen Euro die Themse runter. Ein Segen für Chelsea, die Transfereinnahmen dringend brauchten.
Für Ersatz ist ohnehin schon längst gesorgt. Den neuen Doppelsturm bilden die beiden Neuzugänge Christopher Nkunku und Nicholas Jackson. Mit Nkunku ist Chelsea ein echter Transferkracher geglückt. Nicht umsonst ist der hochbegabte Franzose letztes Jahr als Deutschlands Fußballer des Jahres ausgezeichnet worden. In dieser Saison hat Nkunku trotz langer Verletzungspause die Torjägerkanone gewonnen. Der Nationalspieler hat das Zeug zur Weltklasse. In London will er jetzt den nächsten Schritt auf der Karriereleiter nehmen. Jackson wiederum muss zunächst noch zeigen, ob er auf allerhöchstem Niveau mithalten kann. Bei Villarreal hat der 22-Jährige eine sehr gute Saison gespielt. Vor allem im letzten Saisondrittel ist der athletische Angreifer explodiert. 9 seiner insgesamt 12 Ligatreffer hat Jackson an den letzten 8 Spieltagen geschossen. Ob er schon bereit ist für den Sprung nach England, muss sich zunächst noch zeigen. Chelsea lässt sich die Dienste des Senegalesen 35 Millionen Euro kosten. Trotz seiner Körpergröße von 1,88 Meter hat er noch Schwächen im Kopfballspiel und beim Festmachen von Bällen. Seine Physis und sein gutes Kombinationsspiel machen ihn auf dem Papier aber zu einem passenden Sturmpartner von Nkunku. Auch Namen wie Dusan Vlahovic oder Victor Osimhen sind schon durch die Hallen der Stamford Bridge gegeistert. Stand jetzt sieht es aber eher danach aus, als würde Chelsea mit dem vorhandenen Personal im Angriff in die neue Saison gehen. Mit Armando Broja und David Datro Fofana hat Pochettino auch noch 2 Nachwuchsstürmer im Kader. Letztgenannter gilt als Kandidat für eine Ausleihe. Die beiden müssten sich aber ohnehin hinten anstellen. Für Pierre-Emerick Aubameyang ist die Chelsea-Zeit hingegen abgelaufen. Wie viele Allstars steht der Gabuner in Saudi-Arabien hoch im Kurs. Al-Ahli und Al-Shaba zeigen Interesse am 33-Jährigen. Werfen wir nur noch mal den Blick auf Chelseas potenzielle Startelf. Im Tor steht, solange keine neue Nummer 1 verpflichtet wird, weiterhin Kepa. Die Defensive bilden mit Chilwell, Badiashile, Fofana und James bekannte Gesichter. Die Schaltzentrale besetzt das extrem teure südamerikanische Duo Caicedo und Fernandes. Auf den Flügeln stellen Raheem Sterling und Mykhailo Mudryk gegnerische Abwehrreihen mit ihrer Geschwindigkeit vor Probleme. Im Angriff sollen mit Nkunku und Jackson 2 dribbelstarke und dynamische Neuzugänge für mehr Torgefahr als in der Vorsaison sorgen. So sieht sie aus, Chelseas Wunschelf. Was meint ihr? Spielt Chelsea mit dieser Mannschaft in der nächsten Saison wieder um Titel mit? Und wo brauchen die Blues eurer Meinung nach unbedingt noch Verstärkung? Schreibt uns eure Einschätzung in die Kommentare. Das war unsere Wunschelf zum FC Chelsea. Schaut euch auch unsere Videos zu den Plänen bei Real Madrid und beim BVB an. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, bleibt stabil und macht's gut.